was passiert? Nein, haben Sie kein Benzin? Leider, Eva. Ich komme selber gerade noch nach Hause. Aber wie weit ist denn bis zur Tankstelle? Ja, das ist sehr weit. Das ist 4 Kilometer beläufig, nicht wahr? Also ich glaube, es wird schwer sein. Aber gleich in der Nähe ist eine Villa, die gehört zwei sehr netten Leuten. Vielleicht darf ich Sie dahin bringen. Ja, aber ich kann doch unmöglich. Aber bitte schön, Eva. Bis morgen früh sind Sie ganz bestimmt gut aufgehoben. Haben Sie Gepäck? Ja, einen Koffer. Und hier ist auch noch eine Handtasche. Danke. Das ist aber ein netter Hund. Das ist ja schon mal mit. Ja, freilich, das ist ja Bubi. Komm, Bubi, zeig dich schon. Das ist mein Kompagnon, gell? Okay? So, Bubi, los. Jetzt geht's hier raus. Flut, komm. Darf ich vorgehen, Eva? Ja. Darf ich Sie bitten, einen Augenblick Platz zu nehmen, Eva? Danke. Vielleicht ein Cognac gefällig? Oder vielleicht, wir haben wunderbare Pfirsiche. Gehabt. Keine Ruhe bei Tag und Nacht, nichts, was mir Vergnügen macht. Schade Kost und wenig Geld, das gefalle, wem's gefällt. Ich will selbst den Herren spielen, will nicht länger Diener sein, will nicht nur Diener sein. Nein, 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 will nicht nur Diener sein. Da seid ihr ja, keine Lappalie, diese Fressalie. Hey, Sir. Servus. Du, Major, wir haben einen Gast. Einen Gast? Ja. Einen Gast? Ich muss schon sagen, wir haben selber nichts zu nagen. Und du bringst Gäste mir ins Haus. Raus! Da nehm ich schon noch ein paar. Ubi, ich hab zu tief angefangen. Will Würstel heraus. Da wieder so ein Habenichts eingeladen. Das ist vollkommen genug. Verzeihen Sie, Eva, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Dr. Hartenegg. Doktor? Jawohl. Der Taxi fährt und in einer solchen Villa wohnt? Das ist nur eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Siehe Meyers Konversationslexikon unter H. Dr. Ferdinand Hartenegg, Sohn armer, aber ehrlicher Leute. Schlechter Jurist und eben solcher Dichter. Verwalter dieser Villa, nur Verwalter. Dafür darf ich hier wohnen, was mir schließlich nicht unangenehm ist. Die Villa gehört einem Südamerikaner, der seit dem Jahre 1914 einige Dollar zur Instandhaltung schickt. Im Übrigen bin ich Taxichauffeur und nehme Trinkgelder. Aber nur von 10 Groschen aufwärts. Und das, meine Frau, ist Melchior, bitte nicht erschrecken. Ehemaliger Opernsänger und Clown, derzeit Generalsekretär des genannten Hartenegg. Na komm schon näher, komm, gib schön Pfötchen. So, ja. Wenn ich gewusst hätte, dass wir eine so schöne Frau zu Gast haben, hätte ich ein Tischtuch ausgewaschen. Das wäre nicht nötig. Besten Appetit, hier sind die Gaben. Die ist zum Fressen. So, bitte, meine Frau, darf ich das hier überstehen, ja? Ja. Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, damit was kann er nichts. Das ist der allererste. Ist das Radio Berlin? Jawohl, Eva. Können Sie nicht Berlin einschalten? Ja, bitte, ich werde sofort einschalten lassen. Das Schicksal setzt den Hohen. Micho, stell doch das Radio auf Berlin um. Ich kann höchstens den Versatzzettel auf Berlin umschreiben lassen. Du weißt, unser Radio ist doch im Leihamt. Aber ich werde die Sache schon machen. Achtung, Achtung. Hier Deutschlandsender Königs Wusterhausen. Angeschlossen alle deutschen Sender. Mit dem Richtstrahler nach Afrika und Asien. Kammersänger Leo Slezak aus der Staatsoper in Wien singt eine Arie aus der Oper Martha von Flotow. Nach der Himmel,
Zde rádio Brno-Moravská Orlice, Košice, Bratislava, Praha. Zpívá pan komorní pěvec Leo Slezák z Vídně, to náramně krásnou písničku Andulko, mé dítě. Andulko, mé dítě, vy se mě líbíte. Andulko, mé dítě, já vás mám rád. No ti lidi mě to nepřejou, že chodím za tebou. No ti lidi mě to nepřejou, že chodím k vám. Hello, everybody. This is the Columbia Broadcasting Station in New York. You are listening to Mr. Leo Slezak from the Metropolitan Opera House in New York, who is going to sing for you the song, I Love You. I love you, love you. I love you, love you, love you. I love you, love you, love you. Love you, love you. I love you. Wie kann ein Jurist Taxichauffeur werden? Oh, sehr einfach, Neva. Indem er einen Führerschein erwirbt. Stört es Sie nicht, wenn Sie 10 Groschen Trinkgeld bekommen? Das stört mich, wenn ich sie nicht bekomme. Und was tun Sie, wenn ein weiblicher Fahrgast mit Ihnen kokettiert? Dann schalte ich Taxi 3 ein. Unmöglich. Hallo, hallo, meine Damen und Herren. Die Übertragung der klassischen Musik ist beendet. Wir wünschen all unseren Hörern eine recht gute Nacht. Auf Wiederhören morgen bei der Gymnastikstunde. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu begießen und die Gashähne zu erden. Gute Nacht. Das ist ein Original. Mein Mädchen für alles. Es ist wirklich spät geworden. Wo ist mein Zimmer? Gleich die erste Türe rechts. Sie sind doch müde. Oh nein, Frau, ich habe nicht immer so angenehme Gesellschaft. Danke für das Kompliment. Ja? Sind Sie verheiratet? Nein, ich erfreue mich der besten Gesundheit. Also, gute Nacht und danke für die Gastfreundschaft. Gute Nacht. Wo sieht man Sie eigentlich wieder? In den Straßen von Wien. Zimmer 32. Auf Zimmer 32. Die Gräfin Polonska, Warschau. Alles auf Zimmer 32, 2 von Pocklitz. Frau Gräfin Polonska hat angerufen, wir sollen das hier schicken. Auf 32. Nein. Nein, Frau von Polonska ist noch nicht da. Na, ich sag Ihnen doch, Frau Silvia ist noch nicht eingetroffen. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, Tag. Bitte schön, lesen Sie weiter. Vor den öffentlichen Notar gibt es hier genau erschienen heute die Falsche. Ja, Moment, ja. Hallo, ja, was? Hier ist der Verwaltungsdirektor der Polonskaschen Liegenschaften, von Pockwitz. Pockwitz, Pockwitz! P wie Paul, O wie Oleander. Oleander war ein Rennpferd. Nein, hier ist kein Rennpferd, hier ist Oleander. Hier ist Pockwitz. Ich mache einen ganz nervös. Nein, sie ist noch nicht da. Jawohl, natürlich, ja. Jawohl, noch nicht da. Ja, Tag. Bitte schön, lesen Sie weiter. Ja, es geht nicht. Warum nicht? Der Hund sitzt auf den Akten. Pipi. Komm her, Fips. Ja, schön. Geh, setz dich dahin, so schön. Also bitte, ja? Ja. Erschien also Graf Wladimir von Bolenski, geboren zu Warschau, den 21. Mai 1868 und gab folgende Erklärung ab. Herein! Die Schuhe für die Frau Gräfin sind gekommen. Ach, heraus! Da, bitte, ja. Ich habe der unverheiligten Maria Schmalzhofer in Wien das Versprechen gegeben, für ihre Tochter Elisabeth zu sorgen. Ja, warum machen Sie sowas? Ich nicht. Der Graf. Lesen Sie mir nicht so viel vor, sondern sagen Sie mir lieber, wo das Kind ist. Der Seligatte der Frau von Polonska hat in einer Notariatserklärung gewünscht, dass seine Frau ein Kind oder so etwas Ähnliches adoptiert. Also wo ist das Kind? Elisabeth Schmidt? Ja. Hallo, hier ist der reinste Zoo. Hallo, hier Zoo. Nein, hier, Frau Pockwitz. Nein, jawohl, nein, hier ist nicht Zoo, sondern Pockwitz. Ah, Fürstin, jawohl, ja, scher dich weg hier, ja, bitteschön. Nein, nicht Sie, Fürstin, jawohl, selbstverständlich. Ja, Fürstin, jawohl, selbstverständlich. Nein, sie ist noch nicht da, Fürstin. Also, bitteschön.
Die Adresse von dem Mädchen, ja? Zuletzt Favoritenstraße 110. Favoritenstraße 110. Ja. Yeah. Ist gut, Sie können gehen. Hallo, Fürstin. Jawohl, Fürstin. Wenn sie kommt, werde ich sie sofort verständigen. Jawohl, natürlich, ja. Aber sie kommt nicht. Nein, sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Sie ist momentan ein bisschen... Ein bisschen überspannt, wollten Sie sagen, nicht wahr? Meine liebe Frau Silvia. Wo bleibt denn lieber Vorsicht? Meine liebe Frau Silvia. Frau Silvia, ich muss Ihnen eine Standpauke halten. Sie fahren einfach auf ein paar Stunden von Nizza fort und plötzlich bekomme ich von Ihnen ein Telegramm, ich soll Sie im Wien Hotel erwarten. Ich fliege mit allen Koffern, Hunden, Zofen und ähnlichem Getier hierher und wer nicht kommt, ist meine liebe Silvia. Haben Sie sich sehr geängstigt? Handelt es sich vielleicht wieder um einen Mann? Erwarten. Immer dasselbe. In Monte, der Geiger. In Genf, der Attaché. Schauen Sie, Pockels, ich war 15 Jahre verheiratet mit einem Mann, der außer seinen Fabriken, Ernte, Schachspiel und der Zeitschrift Haushof und Garten keinerlei andere Interessen hatte. Ist es nicht verständlich, dass ich ein wenig lustige Witwe spielen will? Schön, zugegeben. Aber einmal müssen Sie sich doch an diesen Kavalieren satt gesehen haben. Jetzt, wo Sie Mutter werden. Sie übertreiben, mein Lieber. Na gut, sagen wir Adoptivmutter. Aber dann wird doch hoffentlich die Flirterei ein Ende haben und das Familienleben beginnt. Warum so streng? Schauen Sie, Frau Silvia, jeder Mensch hat in seinem Leben irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Sie wissen, ich verstehe nichts von Geschäften. Aber trotzdem haben Sie sich um das Gedeihen Ihrer Werke zu kümmern. Aber was tun Sie? Sie reisen in der Welt herum und lassen sich bewundern. Wissen Sie, wie man das nennt? Erholungsreise. Nein, Luxusweibchen. Bitte, geben Sie mir eine Aufgabe. Ein Kind. Jawohl, ein Kind. Gut. Bringen Sie mir das Mädchen meines Mannes und ich will eine Mutter werden, die Sie als Beispiel im Blatt der Hausfrau abbilden können. Also die Elisabeth Schmidt? Warten Sie mal. Ach, das ist ja die Kleine. Nein, nein, das ist sie nicht. Ach, das ist die von der Kieselberde, was? Also, meine liebe Frau, ich will von Ihnen nicht die Geschichte des Hauses erfahren, sondern die Türnummer von Fräulein Elisabeth Schmidt. Aha. Also, die Sie meinen, die gibt's gar nicht. Wieso? Die ist ausgewandert. Jetzt weiß ich's ganz genau. Das ist die nicht von der Kieselberger, sondern die von der Schmidt. Vor 6 Jahren sind sie schon weg. Entsetzlich. Na, gehen's zur Angelika Schmidt. Das ist ihre Cousine, die sagt ihnen alles ganz genau. Du, heute kommt der Prinz von Wales. Er hat viel Geld. Vielleicht kauft ihr mir gleich alle Zeitungen ab. 1000 Stück. Heißt doch nicht Prinz von Wales, sondern Prinz von Wales. Du weißt doch alles besser, weil du Kurmil am Theater bist. Welches doch ein Ort in Oberösterreich. Der von Wales ist doch ein Engländer. Wenn du dich zufällig ansprechen solltest, sag nicht gleich du zu ihm und zieh hübsch die Kappe. Häng dir aus den Hosentaschen. Dein Prinz kann das nicht leiden, wenn Zeitungsjungen so frech sind. Ha? Eins, zwei, hol dir aus und hau dir eine runter. Erzähl keine Märchen. Kümmer dich lieber um meine Stellung. Du, ein Schweizer Direktor soll heute herkommen. Jeden Moment soll er da sein. Ich soll mit ihm auf Tournee gehen. Fein, in die Schweiz? Ja. Das ist das. Ja. Die Zeitung, ja. Und die Boote? Da. Ah, servus. Servus. Guten Tag, Herr Schweizer. Meine Fräulein. Bitte schön, Herr Direktor. Was? Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ja, aber ich ist zwar kein sehr schönes Sofa, aber es ist danke schön, unsere Gebiete. Ja, ich komme nicht. Ja, man kommt ein bisschen schwer herauf. 4 Treppen. Nein, ich meine... Bitte bleiben Sie ruhig, behalten Sie ruhig. Ja, mein Freund, ich wollte nur... Ja, also ich tanze spitze Akrobatik und modern. Ich war nämlich an der Oper. Oper? Verzeihung, ich heiße von Pockwitz. Angelika, Sie werden sicher sehr zufrieden mit mir sein. Ja, Herr Direktor, müssen sich natürlich die ganze Reihe von den Girls vorstellen. Ich bin die 3. von links. Jetzt bin ich so gewöhnt. Großartig, geradezu epochal. Und die Beine, die reinen Gedichte, Versfüße. Nur, ich bin nämlich gar kein Direktor. Kein Direktor? Ja, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Der Gerichtsvollzieher. Aber nicht doch, keine Spur. Und, aber Sie bringen mich da auf eine großartige Idee. Und da Sie eine reizende Schauspielerin sind, werde ich Sie trotzdem für eine Hauptrolle engagieren. Für eine Operette? Nein, nein.
Kommen Sie her, setzen Sie sich mal dahin. Für eine belehrende Komödie. Ihre Cousine, Elisabeth Schmidt, soll von der Gräfin Polonska adoptiert werden. So ein Glück. Wissen Sie, wo sich das Mädel befindet? Keine Ahnung. Also unauffindbar. Ich muss aber eine Adoptivtochter besorgen, lebend oder tot. Sonst hängt sich die Frau an einen anderen. Welche Frau? Die Gräfin Polonska. Ist das Ihre Frau? Leider nein. Was geht es dann Sie an, wenn sie sich an jemanden anhängt? Man muss dieser Frau eine Aufgabe geben. Sie muss Mutter werden. Soll sie heiraten? Sie soll mir aber nicht weggeheiratet werden. Ja, aber wie soll sie denn dann Mutter werden? Indem ich ihr das Kind fix und fertig ins Haus liefere. Das Kind sind Sie. Ich verstehe schon. Bekomme ich ein neues Frühjahrskleid? Nur neue Kleider. Und jetzt packen Sie Ihre 7 Sachen, Sie übersiedeln ins Grand Hotel. Ja, und bei der Modistin in der Bergstraße, da habe ich so einen kleinen Strohhut gesehen. Hm. 11 Schilling. Was denn? Sie bekommen doch 1000 Schilling Honorar. 1000 Schilling? Ja. Ich zieh mich an. Ja. Ja, auf wie lange werde ich denn adoptiert? Bis die Elisabeth gefunden ist. Machen Sie Rache. Ja, ich beeil mich schon. Moment, bitteschön. Aber nicht herschauen. Nein. Bitte schreiben Sie einen Zettel für meinen Bruder. Bitte? Papier liegt auf der Nähmaschine. Auf der Nähmaschine? Ja, unter der Wäsche. Ach ja. Haben Sie? Jawohl. Und die Binde steht auf dem Tisch. Ja, sehe ich schon. Haben Sie die Binde? Ja. Also? Lieber Fritz, ich bin auf einige Zeit Adoptivkind geworden. Mit neuen Kleidern, Seidenstrümpfen und dem Hut, der bei Müller und Co. ausgestellt ist. Den kriege ich auch. Kriege ich auch, haben Sie? Selbstverständlich. Ich sehe schon das dumme Gesicht, das du jetzt machst. Vergiss nicht, den Gashahn abzudrehen. Und friss nicht den ganzen Honig auf. Sonst kannst du was erleben. Deine treue Schwester. So, ich bin fertig. Ich auch. Oh. Bitte, Komtesse. Ja, sowas. Bitte? Nein, bitte, ich muss noch abschließen. Die Zahnbürste. Die elegante Frau am Vormittag. Die elegante Frau am Nachmittag. Dame am Abend. Angelika, das Kleid steht dir wunderbar. Glauben Sie? Ja. Glaubst du, Mama? Sie werden zufrieden sein. Gnädige Frau, wollen Sie vielleicht sich einige Modelle ansehen? Danke. Ich bin vorläufig zurückgestellt. Sie sind vorläufig zurückgestellt. Die gnädige Frau spielt Tennis nur noch mit ihrer Tochter. Sie reitet nur noch mit ihrer Tochter aus, lieber Baron. Leben Sie wohl, Herr Leutnant. Meine Herren, wir machen nur noch in trautem Familienleben. Anni, legen Sie mir das Nachmittagskleid heraus. Jawohl, gnädige Frau. Und die Pakete bringen Sie von Angelika auf das Zimmer. Jawohl, gnädige Frau. Voran. Frau Silvia, ich bin sprachlos. Ich bitte Sie, das soll ich alles bezahlen? Sie können es ja schuldig bleiben. Aber 5 Taschen, 7 Hüte, 30 Paar Seidenstrümpfe und 8, sag und schreibe, 8 Kleider. Aber Angelika muss etwas zum Anziehen haben. Aber Sie werfen doch unser Geld, verzeihen Sie, Ihr Geld zum Fenster hinaus. Sie sind ein sparsamer Vermögensverwalter, zugegeben. Aber meine Tochter muss doch ausgestattet werden. Ja, Ihre Tochter, aber die, ich meine, die Kleider muss man doch nicht gleich in den teuersten Salons kaufen, jetzt, wo es überall billige Wochen gibt. Gut, es wird gespart. Ich wollte zwar Angelika einen Nerzmantel kaufen. Nerz? Warum nicht Katze? Katze ist sehr warm. Katze wärmt sogar sehr, liebe Freundin. Katze ist etwas gegen Ischias, lieber Freund. Musik.
dressiert Hunde und will mich verheiraten. Ein gescheiter Mann. Ich habe doch recht gehört, Pelzhaus Müller, nicht wahr? Ja. Sehr wohl, dir. So eine Hochstaplerin geworden, was? Bitte kaufen Sie dem Jungen die Zeitungen ab. Was? Ja, alle Zeitungen. Alle Zeitungen. Hier. Hier. Ach, und sie. Komm. Danke. Entschuldigung, Jefa. So. Jetzt die Strafe für die vielen Einkäufe muss ich eben herlaufen. Bitte schön, Jefa, wollen Sie vielleicht fort bei mir fahren? Aber gern. Bitte schön. Geht es denn? Na, sehr bequem wird es nicht sein, aber... Es muss doch schrecklich anstrengend sein, so den ganzen Tag hinumzufahren. Bitte. Es muss Leute geben, die fahren und solche, die gefahren werden, nicht wahr? Ja, aber doch. Sie hätten doch ganz andere Chancen. Meine Freundin Lady Blakeney hat einen Boxer geheiratet. So? Ja, und Lady Blakeney ist die reichste Frau Londons. Ach. Was denn? Ich habe ganz vergessen, den Gepäckszuschlag einzustellen. Entschuldigung. Sehr angenehm verspätet. Darf ich fragen, mit wem Sie sich so angenehm verspätet haben? Sie werden lachen. Mit einem Taxichauffeur. Mit einem Taxichauffeur, Frau Silvia? Sagen Sie mal, Sie wollen sich wohl über mich lustig machen. Bocklitz, Sie sehen leidend aus. Sie müssten eine Kur machen. Ach, Frau Silvia, seit 2 Jahren schleppe ich Ihre Koffer, werfe Ihr Zoo hinaus, streite mich mit Ihren Verwaltern, schlage mich mit Ihren Paketen herum, renne für Sie zu den Devisenstellen aller Länder. Was bekomme ich dafür? Nichts. Ihre schönen Augen machen Sie den Rittmeister und Ihr bezauberndes Lächeln, die schenken Sie allen lackierten Salonaffen, nur mir nicht. Aber Sie sind doch kein lackierter Salonaffe, liebe Pockwitz. Liebe Pockwitz, das ist alles. Ja, man reist mit einer schönen Frau, man wohnt mit ihr Tür an Tür. Und was ist man? Nicht einmal ein lackierter Affe. Aber Sie haben sich doch nicht in mich verliebt. Wie? Keine Spur. Ein Konditor lassen seine eigenen Torten kalt. Ja, also. Gute Nacht, liebe Pockwitz. Ja, lieber. Putzi, schau her. Putzi. Schön. Baby. Schön, hübsch.
Jetzt wollen wir uns einmal der staunenden Mitwelt zeigen. Das Morgenblatt! Das Morgenblatt! Sag mal, wo treibst du dich eigentlich rum? Bitte nehmen Sie die Mütze vom Kopf, wenn Sie mit einer Dame sprechen. Können Sie so etwas wechseln? Jetzt weiß ich, du bist unter die Lebewelt gegangen. Also, wenn Sie nicht wechseln können, dann behalten Sie das Kleingeld, junger Mann. Schlecht erzogen, der folgt Ihnen überhaupt nicht. Ja, erstens, es ist eine Hündin und zweitens, was geht denn Sie an? Ja, sehr viel sogar. Ihre Hündin hat doch meinen Hund verführt. Bubi! Babylein! Bubi! Baby! Ich habe das Gefühl, Sie können sehr nett sein, wenn Sie wollen. Sparen Sie sich Ihre Gefühle, bitte. Ich bin keine sparsame Natur. Darf ich fragen, wohin Sie gehen, Freunde? Fragen dürfen Sie, nur werde ich Ihnen gar keine Antwort drauf geben. Nicht entzückend, nicht? Sehen Sie, bei unseren Hunden, da war das Liebe auf den ersten Blick. Und wie wäre das eigentlich mit uns, Bruder? Ich habe nämlich heute Abend Zeit. Also so etwas von Frechheit ist mir überhaupt noch nicht vorgekommen. Nein, man erlebt immer wieder was Neues. Also wo wollen wir uns denn treffen? Chauffeur! Also? 9 Uhr. Ja. Ach, ein Fahrgast. Ja, na, ich komme schon, so eilig wird es ja nicht sein. Bubi! Bubi! Ist ein Gauner. Bitte schön, Freund, möchten Sie so lieb sein und den Hund bei meinen Kollegen ab? Ja, ja, gerne. Also pünktlich um 9 Uhr. Ja, geben Sie mir die Leine. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie sind unverbesserlich. Einfach davonrennen, ohne mir ein Wort zu sagen. Sie müssen sich endlich der Situation anpassen, meine Liebe. Was glauben Sie, was alles hinter Ihnen her ist? Eine Polonska laufen Sie... Was Sie für eine Anziehungskraft ausüben, Cockpit. Was ist denn das? Das ist ja das Gegenstück zu Angelikas Baby. Verspeckt nach! Seien Sie nicht so grob zu dem Hund! Cockpit, der Hund gefällt mir. Eruieren Sie den Besitzer und kaufen Sie ihn. Also bis zum Ankauf von Elefanten mache ich mit. Aber dann streike ich. Guten Tag, Herr Barriere. Ich komme vom Notar. Diese Villa ist zu verkaufen. Was? Sie wollen die Villa kaufen? Sowas. Wollen Sie so gut sein und mir das Objekt zeigen? Entsetzlich. Wie bitte? Ich meine, die Villa ist in einem entsetzlichen Zustand. Es ist alles baufällig, baufällig. So. Ja, die Dielen sind verfault. In die Küche kann ich sie gar nicht sehen. Das ist ein Sumpf. Aber... Nun, in die oberen Gemächer schon gar nicht. Da brechen Sie mir ja auf der Treppe zusammen. Baufällig. Draufschauen und hin ist es. Danke. Ich verzichte. Ratten haben wir auch. Nicht unter einem halben Meter Länge. So. Ratten, ja. Ich danke schön. Guten Tag. Barriere. Bubi! Guten Tag. Bubi hat sich verlaufen. Ich möchte den Hund kaufen.
ist ausgeschlossen. Er ist ein Wunderhund. Der macht nie das, was man von ihm verlangt. Gestatten, ich bin von Pockwitz. Da sind wir ja beide aus der Provinz. Ich bin von Katowice. Ich bin der Vermögensverwalter der Gräfin Polonska. Kennen Sie das sicherlich. 12.000 Morgen Land, 8 Rittergüter, 6 Fabriken und Bergwerke, die jährlich 50.000 Waggon Kohle geben. 50.000 Waggon Kohle? Und da können Sie aber heizen im Winter, darf ich bitten. Aufgrund der Hundemarke eruierten wir Ihre Adresse. Ich habe Frau Gräfin überredet, den Hund zu kaufen. Wir sind nicht kleinlich, mein Herr. Kunststück bei so viel Kohle. Wie viel verlangen Sie? 6 Rittergüter, 8 Fabriken. Das wäre was für meinen Freund. Sagen Sie, wie sieht sie denn aus, die Kohlenfrau? Frau Gräfin ist die schönste Dame Warschaus. Ach, da muss ich selbst hingehen, direkt mit ihr verhandeln. Wissen Sie, das ist nämlich kein gewöhnlicher Hund. Er stammt von der Lieblingsdogge Heinrichs des Achten ab. Da ist es nicht egal, wer den Hund kauft. Denn Stammbaum gehört zu Stammbaum. Frau Gräfin wird sich ein Vergnügen daraus machen, Sie heute um 5 Uhr bei Ihrem Teeempfang zu sehen. Das ist großartig. Sagen Sie ihr, sie soll einen recht guten Kaffee kochen und dazu einen Streuselkuchen mit recht viel Streusel drauf, dass es nicht so schäbig aussieht und besser schmeckt. Ich bin nämlich ein Feinschmecker. Darf ich mich empfehlen, Herr Doktor? Servus, Herr Verwaltungsrat, servus. Bubili wird jetzt Amor spielen. Ich bin glücklich, du bist glücklich, wir sind glücklich, Jampampa. So etwas von Glück war noch nicht da. Worüber freust du dich so? Und du? Weil ich etwas für dich gefunden habe. 50.000 Waggon Kohle für den Sommer und 12.000 Fabriken für den Winter zum Einheizen. So. Und jetzt werde ich dir erzählen, was ich gefunden habe. Heute Mittag im Stadtpark marschierten zwei Beine, die reizendste Kleine war die Eigentümerin. Ich sagte, verzeihen Sie, vielleicht sind allein Sie. Sie sagte, oh nein, Sie, wissen Sie denn gar nicht, was ich bin? Ich bin glücklich, du bist glücklich, ist denn das nicht wunderschön? Sowas muss doch jedermann verstehen. Ich bin glücklich, du bist glücklich und das macht uns beide froh. Augenblicklich, überhaupt und so. Ich bin dein, mein Liebling. Du bist mein Liebling. Drum sing ich bin glücklich, du bist glücklich, wir sind glücklich, ja, Papa. So etwas von Glück war noch nicht da. Melchior, ich sag dir ein Mädel. Füße wie Alabaster, Hände wie Marmor und ein Mund wie eine Kirsche. Direkt ein Museumstück. Aber daraus wird nichts. Du heiratest die Polonska, dann können wir einheizen, so viel wir wollen. So, wer ist denn das überhaupt, die Frau von Polonska? Eine reiche Millionärin. Du machst dich elegant, ziehst dir meinen Salonrock an und gehst zu ihr. Du bist ja übergeschnappt. Was geht denn mich diese Frau an? Was hast du von einem Kirschenmund? Du brauchst doch 900 Schillinge für ein neues Taxi, das du dir kaufen willst. Sei doch vernünftig. Ich borge dir auch einen Zylinder, wenn du hingehst. Okay, du doch hin. Wer von uns beiden ist denn eingeladen? Ich oder du? Ich bin hier eingeladen. Gehen Sie bitte. Geben Sie mir von denen ordentlich auch, von den 2 Stück, von dem auch, den großen Teller aufhäufen für einen Kranken. Von Polonska wird gleich erscheinen, Fürst. Die Komtesse wird gleich erscheinen, Fürst. Sagen Sie, Kellner, ist hier eine Baronin oder ist hier eine Gräfin, vielleicht auch eine Fürstin, die mit den vielen Pinke, wenn sie... Die Fürstin sitzt da drüben. Die Fürstin sitzt da drüben. Dann die Fürstin. Ihr edlen Damen,
Seid mir gegrüßt. Seid mir gegrüßt, ihr edlen Herren. Komm, Bubi. Frau Gräfin, Fürstin, oder was Sie sind, hier ist der Hund. Ein Prachtexemplar seiner Rasse. Komm her, Bubi, lass dich einschauen. Mein Herr, ich bin sprachlos. Sprachlos, sehr richtig. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Bubi, zeig, was du kannst. Hä? Bitte, da sind Sie baff. Ein Hund. Kommen Sie doch. Ah, ja, ja, ich komme ja schon. Gibt ein Tee und kommt nicht. Ach, schleppen Sie mich doch nicht. Man darf eine Frau nicht auslassen. Nicht einen Augenblick darf man sie auslassen. Kommen Sie, kommen Sie. Die Herrschaften werden gebeten, zu wohltätigen Zwecken den Hund für seine Kunststücke mit einigen Geldstücken zu belohnen. Danke sehr. Oh, danke. Ein Knopf. Meine verehrten Damen und Herren, der wohltätige Zweck ist vollständig erfüllt. Ich danke Ihnen. Bitte kommen Sie. Lang, aber gern. Wir gehen zu bestimmen. Nehmen Sie nachher da drin Platz, lieber Freund, da können wir mit der Gräfin besser verhandeln. Och, noch ein bisschen. Ich bin gleich Wasser. Wieder zurück. Jawohl, es recht, dann nehmen Sie diese zwei Stück hier. Das da hier. Und dann dieses hier. So, dann von den zwei. So, das eine geben wir auch da herunter. Dann zwei diese von dem Gelben, geben Sie mir von den Gelben. Ja, so, pippeln Sie das nicht so ab, das ist unappetitlich. Zwei süße Sachen auch dazu, so. So. Jetzt geben Sie mir noch einen zweiten Teller für den Hund, oder glauben Sie, der frisst aus der Hand? Wie ist es mit dem Wein? Wein? Tee, mein Herr. Tee? Sind Sie aus Wien? Nein, mein Herr. Dann verzeih ich Ihnen. Nehmen Sie die ganze Angelegenheit, bringen Sie mir es zum Tisch. Oberle, komm, da wird sich der Bubi hersetzen und das Hundi und das Herrli drin fressi, fressi. So, ja. Haben Sie alles? Nichts vergessen? Oh. Da schauen wir. Guten Appetit, Herr Melcher. Die habe ich. Die sind auch hier eingeladen. Man hat mich auch hergebeten. Die alte Polonska will meinen Hund kaufen. Kennen Sie die Polonska? Nein, ist auch gar nicht notwendig. Ich will sie ja nicht heiraten. Aber mein Freund, wir brauchen nämlich Geld. Wir sind Stier. Ha! So Stier. Wen soll Ihr Freund heiraten? Nur die alte Polonska. Im Vertrauen. Wir brauchen Geld, wie ich schon vorhin erwähnte. Nun, die Polonska, die hat 50.000 Waggonfabriken. Man soll doch hineinbeißen, die sauren Fabriken. Und was sagt er dazu? Er will sie gar nicht sehen. Gar nicht sehen! Diskretion, Ehrensache. Wir pfeifen auf den letzten Loch. Jeden Tag können Sie uns das Haus wegverkaufen. Das Haus ist zu verkaufen? Leider die einzige Möglichkeit. Oder aber, es werden ihm die Augen verbunden und er wird in den Ehestand hereingeworfen. Frau Silvia, die Gäste. Ich komme schon. Grüßen Sie zu Hause, Melchior. Danke vielmals, gnädigste Frau. Vielleicht kann ich mit dieser Polonska reden. Ach, das okay. Wäre ja ausgezeichnet. Eine charmante Frau. Ja, charmant. Es ist auf und davon zu laufen. Auf und davon laufen, das ist das richtige Wort. Lassen Sie die Fadengäste stehen und kommen Sie mit mir. Ich kenne ein Lokal. Da bekommen wir ein Weinderl, Freinderl. Ich bin ja Antialkoholiker. Das werden Sie sich abgewöhnen. Ich kenne ein Gasthaus weit draußen in Sievering. Dort sitz ich und träum ich allein. Dass ich dort allein oft
die halbe Nacht verbring. Daran ist heut Schuld nur der Wein. Und wer nicht das Bass aus in Silberring, wer längst ist kein Junggeselle mehr. Ja, drum sitz ich und trink ich und freu mich und lach und sing im Gasthaus in Sievering. Guten Abend. Abend. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Wollen Sie von bei mir herstellen? Aber gerne. Ach, sehr bequem ist es aber nicht. Ich muss es machen. Wohin? Geradeaus. Ich habe aber nur bis 10 Uhr Zeit. Ich sehe sehr schwarz. Ich glaube, Sie werden um 10 nicht zu Hause sein. Aber dürfen Sie denn das Taxi auch privat fahren? Heute bin ich doch kein Taxichauffeur. Heute bin ich der Großherzog von Rummelsburg. Und neben mir sitzt die Erdprinzessin von Himmelblau. Hinter uns im Wagen sitzen unsere Lakaien. Und geräuschlos gleitet unser weißer Rolls-Royce durch die Nacht. Der Großherzog sieht der Erdprinzessin in die Augen. Und die beiden lieben sich. Das Volk steht auf der Straße und jubelt. Herr! Wir tanzen nach! Sagen Sie mal, was ist das? Was ist das? Du hast denn keine Augen? Sagen Sie mal, kennen Sie denn nicht vor? Sie sind doch nicht vor! Lassen Sie doch die Pferde allein fahren! Die sind doch viel intelligenter wie Sie! Lassen Sie mit Ihnen eine Kaffeemaschine fahren Sie umeinander! Sagen Sie, wo sind Sie denn her? Sind Sie Deppern? Trauen Sie die Mäse, die am Rücken nach Hause, Herr Großvater, der weiße Rolls Royce. Sie, der Lumpenball war gestern. Obdachlosenasyl ist um die Ecke. Das Volk jubelt. Jetzt sollen wir mal Toilette machen, Herr Großherzog. Gut. Sollen wir endlich einmal alles ins Reine bringen. Hat das jemand gesehen? Kein Mensch. Und niemand hat's gesehen. Und niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Ich bin glücklich, du bist glücklich. Ist denn das nicht wunderschön? Sowas muss doch jeder mal verstehen. Ich bin glücklich, du bist glücklich. Und das macht uns beide froh. Augenblicklich überhaupt und so. Ich bin dein, mein Liebling, du bist mein Liebling. Drum sing ich bin glücklich, du bist glücklich, wir sind glücklich, tralala. So etwas von Glück war noch nicht da. Keep smiling, my darling, heißt Lächle, mein Liebling. Dann immer mein Lächle, dann immer fröhlich rein. Der traurig, die schaulig, sei sonnig und heiter, mach immer so weiter. Dann wird dich dein bisschen Leben freuen. Ich bin dein, mein Liebling. Du bist mein Liebling. Drum sing ich, ich bin glücklich, du bist glücklich, wir sind glücklich, tralala. So etwas von Glück war noch nicht da, tralala. Thank you.
Wollen Sie mehr? Ja. Da oben zwei Gläser. Sonst nichts? Noch einen Korkzieher. Wissen Sie, dass es schon 3 Uhr früh ist? Werden Sie sofort die Uhr wegstecken? Seien Sie nicht so energisch mit mir. Mit einer Frau, die man heiraten will, muss man energisch sein. Sonst hat sie nachher gar keinen Respekt. Ich höre immer heiraten. Sie hören ganz richtig. Mir fehlen nur noch 900 Schillinge. Dann kann es losgehen. 900 Schilling? Hab ich. Sogar 100 mehr. Haben Sie denn einen Haupttreffer gemacht? Ja. Mit dir. Ich möchte jetzt gern tanzen. Also, da sind wir. Ach, bitte geben Sie doch den Hut nicht ab. Schadungsgeld, gestohlen wird er auch. Großartig. Was ihr bestellt? Das ist mir ja wurscht, meine Herr. Mein Sohn trinkt. Bacchus, der trank auch. Bacchus, der trank auch. Drum hat er einen Bauch. Ach, süß, mein Hut? Herr, Sie werden mir meinen Hut ersetzen. Dann die 10 Groschen. Wer ist der Hut nicht wert? Ja, 10 Groschen, das ist eine Beleidigung. Ich bin der Graf Eber. Und wir sind es ja wesentlich Zwillinge. Haben Sie noch 10 Groschen? Und setzen Sie sich! Sehr gut, sehr gut. An der blauen Donau sitzt ein Krokodil. Nur nein, spielt ihr das Krokodil? Sehr gut. Was hast du für einen Beruf, Angelika? Ich bin Tänzerin. Ja, schauen Sie sich an. Da sitze ich hier ganz harmlos. Ja. Kommt dieser Riesenmensch herein, setzt sich in seiner ganzen Breite auf mein zartes Hüfchen. Da schauen Sie sich das an. Aber beruhige, da kann man sich nicht beruhigen. 20 Groschen hat er mir angeboten. Ja, da haben Sie doch Entschuldigung. Nein, nein, da gibt's keine Entschuldigung, Herr Inspektor. Nein, nein, nein. Mir soll das passieren. Mir! Einem Grafen Eberhard. Ja, wie bist du Grafen, wenn wir gleich haben? Gell, wenn wir so. Ich bitte. Sag's mal heute. Ich bitte, Herr. Wir kommen gleich, Herr Grafen. Ja, ja. Sieh das nicht. Entschuldigung, bitte einen Augenblick. Ja, ich glaube, einem Freund von mir ist nicht ganz gut. Bin sofort wieder da. Ich habe gehört, dass Sie da sind. Das ist unglaublich.
in einem Lokal, wo Boxen verkehren, um 4 Uhr morgens. Warum soll ich denn nicht hier sein? Ich will mich auch einmal unterhalten. Sie verlassen sofort dieses Lokal. Warum? Warum eine Polonska allein unter Boxern? Sie haben sich hier nicht zu unterhalten. Sie haben sich wie eine Polonska zu benehmen. Ich werde sofort ein Taxi bestellen. Kommen Sie nach, ich gehe vor. Verzeihung, wir hörten soeben Polonska. Mein Name ist Hauser, Vorstand der Vereinigung der freien Künstler. Wir rechnen mit dem bewährten Mäzenatentum der Familie Polonska und würden uns glücklich schätzen, wenn Contest durch den Ankauf einiger Bilder die freien Künstler unterstützen würden. Ja, aber ich kann doch keine Bilder kaufen. Nur bitte. Ich könnte, aber komm. Schließlich soll ich mich wie eine Polonska benehmen, hat er gesagt. Also, was soll ich kaufen? Das? Gekauft. Gekauft. Das auch. Und die Reiter, ja? Und die Schneelandschaft. Und zu dem Bild kommt natürlich ein Rahmen. Ein goldener aber. Und das kleine auch. Jö, das ist lieb. Lauter Teilchen. Schön, das bringe ich mir auch mit, ja? Und die Dame in Marmor, dass sie mir nicht hin wird, wenn sie es ins Hotel bringen, ja? Schön ist der. Jö, den kaufe ich auch. Pardon, das ist der Gründer der Vereinigung. Er macht nichts. Nehme ich auch mit. Schicken Sie bitte morgen alles zu meinem Sekretär ins Hotel. Wiedersehen, gute Nacht. Ja? Jetzt kommt wieder Geld ins Haus. Wohin ich die Dame bringe, geht sie einen Schmarrn an. Morgen. Morgen. Guten Tag, da sind wir. Guten Tag, guten Morgen. Was ist denn los? Bitte, wir bringen die Bilder, die Contess Polonska gestern gekauft hat. Was? Was denn? Das hat sie alles gekauft? Ja, aber wir sind nur der Vorstand. Die Mitglieder stehen draußen. Also, Herr Doktor, bis heute Abend um 7 Uhr. Mein Verwaltungsdirektor kommt auch und bringt die Verträge mit. Ja, Jena. Wird es Ihnen nicht schwer fallen, von hier fortzugehen? Eine so gut bezahlte Stellung, wie Ihre Frau sie mir anbieten, kommt mir im Augenblick gerade recht. Also, auf Wiedersehen. Heute Abend. War es Contess Polonska, die Bilder gekauft hat, oder war sie es nicht, bitte? Aber sie ist doch gar keine Komplikation. Was ist denn hier los? Angelika hat sämtliche alten Schinken der Stadt aufgekauft. Ganz wie der Vater. Wo hat sie denn das gekauft? Auf dem Künstlerfest, gnädige Frau. Heute früh um 4 Uhr. Bock, jetzt zahlen Sie. Zahlen Sie. Na schön, kommen Sie. Na, Angelika? Wieder mal Dummheiten gemacht? Was? Aber nein, nur ein paar arme Künstler unterstützt. Du kannst das viele Geld sowieso nicht allein aufbrauchen. So. Übrigens, Angelika, ich werde nicht mehr lange alleine bleiben. Du auch? Erzähl doch bitte. Was heißt das, du auch? Bist du etwa? Ja, heute Abend. Ich hätte es dir ohnehin gebeichtet. Wer ist denn der Glückliche? Sag ich nicht. Aber ich bringe ihn dir. Und deiner? Kommt heute Abend. Ich zeige ihn dir natürlich. Oh, als eine Doppelverlobung? Ist er hübsch? Schnurrbart, General oder so etwas? Ein schlanker junger Mann, brünett, etwas zart, ein Jurist. Fein. Meine ist sehr kräftig, blond und reichlich unerzogen. Boxt sogar mit Mehlkutschern, aber das gewöhne ich ihm schon ab. Bist du glücklich, Angelika? Mhm. Du, ich schäme mich sehr. Warum denn? Weil du so gut zu mir bist. Du musst gehen. Baby. Ja. Du, das ist gar nicht nett von uns, dass wir diese reizende Frau so anspielen. Aber die Ohrfeigen kann sich der Bockwitz einkassieren, wenn der Schwindel rauskommt. Baby, was meinst du dazu? Wie bitte? Oh, gut, dass Sie da sind. Sagen Sie, wann hat denn diese Gemeinheit ein Ende? Sie vergessen, meine Liebe, dass diese Gemeinheit, wie Sie sie nennen, eine anständige Frau wieder auf den rechten Weg gebracht hat. Schön, aber ab morgen mache ich es nicht mehr mit. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich erzähle alles. Das werden Sie nicht tun. Doch, das werde ich tun. Na schön.
Dann packen Sie sofort Ihre Sachen, mit denen Sie hierher gekommen sind, und die 1000 Schilling, die ich Ihnen versprochen habe, bekommen Sie natürlich nicht. Jö, aber die brauche ich doch. Unbedingt. Na also. Ich bin sogar bereit, Ihnen etwas mehr zu geben, wenn Sie jetzt vernünftig werden. Nein, ich brauche nur 900 Schilling. Dann werden Sie mich sowieso nicht mehr brauchen. Jetzt, wo Frau Silvia heiraten wird. Was sagen Sie da? Jetzt haben Sie doch erreicht, was Sie wollten. Was ich will? Ja, ist denn das auch wahr? Ja, ja, hat sie Ihnen das gesagt? Gerade jetzt. Gerade jetzt hat sie. Angelika, Sie sind ja ein Patenterkerl. Sie will heiraten, muss natürlich sofort Rosen besorgen. Weiße Rosen muss besorgen. Hat sie Ihnen denn gesagt, wenn sie heiraten will, wen soll sie heiraten? Mich wird sie natürlich heiraten. Wie ist sie, Angelika? Sie sind ein Patenterkerl. Ein sehr Patenterkerl sind Sie. Silvia! Ja? Frau Silvia, ich bin glücklich, ich bin überglücklich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Das freut mich. Weshalb? Ja, was denn, das fragen Sie noch jetzt, wo Sie sich endlich entschlossen haben, wieder zu heiraten. Ach, Angelika hat geplaudert. Ja, also ich verspreche Ihnen, ein Ehemann zu werden, ein Musterehemann, ein Ehemann, wie er im Buche steht. Das ist eine reine Hochzeitsepidemie. Wieso? Heiraten Sie auch? Wieso auch? Wieso auch? Ich denke, ich nehme an, aber erlauben Sie mal, wie Sie haben... Tja, wen wollen Sie denn eigentlich heiraten? Poppet, Sie sind der Erste, der es erfährt. Aber unter Diskretion. Einen gewissen Dr. Hartnett. Dr. Hartnett? Dieser Groß? Na, das ist doch nicht möglich. Das kann doch nur eine Laune von Ihnen sein. Bedenken Sie doch den Altersunterschied. Höchstens 2-3 Jahre. 2-3 Jahre? Wenn ich 20, wenn ich 30? Mein Entschluss ist unwiderruflich. Übrigens, Sie sind der Erste, der mir gratuliert. Danke. Sehr lieb. Sie hat den Verstand verloren. Ein Hundedresseur. Sie hat sich in Sie verliebt. Nein! Moment. Nicht unmöglich. Wann wird geheiratet? Gar nicht. Warum nicht? Die Frau ist zwar nicht mehr ganz neu, so wie ich mich erinnere, aber für so viel Kohle könnte ich mich glatt erwärmen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich finde Sie ab. Ausgeschlossen. Meine Liebe zur alten Polonska ist zu heiß. Was wollen Sie zahlen? Bitte nennen Sie die Summe. Ich bin nicht kleinlich. Augenblick. Bäcker, Milch, Versatzamt, Schmirgelpapier, Bodenwichse. 200 Schilling. Herr, das ist ja lächerlich. Schön. Sagen wir 150. Eine Polonska, 150 Schilling. Sie beleidigen uns. Also schön. 100 Schillinge, aber jetzt ist Schluss mit der Preisdrückerei. Sie geben mir Ihr Ehrenwort, dass Sie nicht mehr mit ihr zusammenkommen. Geben Sie mir noch 10 Schillinge und ich schau weg, wenn Sie mich grüßt. Diese 2 Gedecke stellen Sie etwas näher zusammen. Und das dritte bleibt so. Und dann stellen Sie eine Flasche Pommery kalt. Sehr wohl. Na, wann kommt das denn, dein roter Kirschenmund? Lass mich in Ruhe. Mit dir bin ich böse, weil du den Hund verkauft hast. Aber wenn du Punkt 10 ein prima Verlobungsessen für Angelika und mich errichtest, ja, dann werde ich wieder mit mir reden lassen. Des Menschen Wille ist sein Untergang. Ich will deinem Kirschenmund nicht im Weg stehen. Ja. Werde glücklich, mein Sohn. Und sei versichert, dass ich dir 2 Schnitzel mit Beilage herstellen werde und einen Wein, der sich gewaschen hat. Ich danke dir, Mädchen. Also, alles schön herrichten. Servus. Thank you.
Hallo? Bitte Fräulein B 20276. 76, Fräulein. Ja. Hallo? Bitte, ist das das Operncafé? Bitte, Fräulein, wollen Sie die Freundlichkeit haben, den Herrn Stangelhuber von der Oper zum Telefon zu bitten? Ja, danke sehr. Ist ja eigentlich wahr. Was braucht so ein junger Mensch? So viel Kohle. Alt und schief ist sie auch. Blöd. Hallo? Du, servus, Stangelhuber, pass auf. Du, ich habe eine Bitte an dich. Ich will nämlich einen Fels machen, der mich nichts kosten darf. Sei so gut und bitte, Kameraden, Sie möchten sich vom Garderobier in der Oper 12 Dienerkleider und 8 Stubenmäderkostüme ausborgen und damit hierher kommen. Alles andere erfahrt ihr später. Zu pieperln und zu papperln bekommt ihr selbstverständlich. Was für das Spritzen? Wie? An Spritzen? Ja, den bekommt ihr auch. Einen Schurlimorre, ja, ja. Also, okay, ich kann mich verlassen drauf. Servus, Stangelhube, danke. Grüß dich Gott. Herein. Guten Abend, Eva. Guten Abend, Herr Doktor. Es ist nett, dass Sie kommen. Wir können uns inzwischen zu Tisch setzen. Unser Freund verspätet sich regelmäßig. Bitte. Danke. Ich hoffe, dass mein Gutsdirektor bald erscheinen wird. Wann darf ich den Posten antreten, Eva? Sobald das möglich. Ich reise in einigen Tagen und wenn Sie wollen, können Sie ja mitkommen. Worauf wollen wir trinken? Vielleicht auf das, was Sie sich wünschen, Eva. Sie haben mir noch immer nicht gesagt, Eva, was ich eigentlich auf Ihren Gütern zu tun habe. Sie werden mein Privatsekretär. Ausgezeichnet. Und was ist die Aufgabe eines Privatsekretärs? Der Privatsekretär muss mit Leib und Seele seinem Chef verbunden sein. Er muss früh, mittags und abends seine Leiden und Freuden teilen. Und darf keinen Schritt von seiner Seite weichen. Na, dann könnte er ihn ja eigentlich gleich heiraten. Das könnte ja. Zwei, schneller, Anni, schneller. Im Verlobungstag soll man nicht nervös sein. Sonst geht die Verlobung auseinander. Ja, aber wenn man sich nicht beeilt, kann dann der Bräutigam davonlaufen. Fängt man ihn endlich wieder, so hat er sich's vielleicht überlegt. Wo ist die Ansteckblume? Er wird schon warten. Hm, sicher wartet er schon. Wenn Sie mein Privatsekretär werden, können Sie diesen unpünktlichen Gutsdirektor entlassen. Man kann schwer jemanden entlassen, der, wie ich glaube, gar nicht existiert. Mama, ich gehe jetzt. Nein, nein, ich will nicht stören. Also schön, ich komme hinüber. Ich will Ihnen meine Adoptivtochter vorstellen. Ein reizendes Mädchen. Bitte. Angelika, das ist Dr. Hartenek, über den ich mit dir sprach. Angelika ist Ihre Adoptivtochter? Ich gratuliere. Angelika, möchtest du... Bitte geben Sie sich keine Mühe. Sie brauchen Geld, um ein Taxi zu kaufen. Angelika, du weißt ja nicht, was du sprichst. Ach, ich bin Ihnen nicht einmal böse. Sie sind genauso ein armer Hund wie ich und Geld verdirbt den besten Charakter. Ja, aber Angelika... Bitte sagen Sie nichts mehr. Ich will sie nie mehr sehen. Ist's erlaubt? Warum packen Sie denn? Ach, Ihnen habe ich das zu verdanken, nur Ihnen. Da haben Sie Ihre Fetzen, da haben Sie Ihren Pilz. Ich bin ja froh, dass ich aus eurer aufgeblasenen Gesellschaft herauskomme. Ja, aber... Ja, kaufen könnt ihr
ihr euch alles kaufen für euer schmutziges Geld? Lampen! Ach, ich erlaube Ihnen gar nicht! Mich kostet das mein bisschen Glück, dass ich mich zur Strohpuppe hergegeben habe. Und Ihr Geld, das können Sie sich behalten. Ich brauch's jetzt nicht mehr. Und jetzt hinaus! Na, Angelika! Raus, sag ich Ihnen! Hinaus! Hinaus! Aufpassen, nichts verschlucken. Willkommen! Willkommen! Willkommen, willkommen, willkommen! Das Leben, das war, das freundliche Paar. Das Leben, das war, Damen. Sehr gut war's. Sehr. Dank dir für deine Bemühungen. Du kannst die Verlobung abblasen. Wo ist die Braut? Weg! Wieso weg? Was mache ich mit meinen Schnitzeln? Aufessen! Arriba. Deshalb nicht böse sein. Hast du ihn sehr lieb? Da musst du sofort zu ihm kommen. Na, aber ich habe ihm doch gesagt, dass ich ihn nie mehr sehen will. Er wird bestimmt nichts mehr von mir wissen wollen. Du hast keine Ahnung von mir. Damit du aber einen Grund hast, wenn du hingehst. Ich habe das Haus gekauft, das er verwaltet. Das gehört dir. Ich brauche es nicht mehr. Weihnachtsmann, Pocknitz? Ich? Nein, ich bin etwas ins Schneetreiben gekommen. Schneit es. Aber Pocknitz? Haben Sie mit Angelika, haben Sie gesprochen? Ja. Ich glaube, wir verlieren das Mädel. Wieso? Hat sie Ihnen was gesagt oder hat sie Ihnen was erzählt? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ach, sie hat nichts erzählt. Oh, sein. Ein anständiges Mädchen, ein verlässliches Mädchen. Wieso? Die ein Manni. Herein. Na, wo ist meine Schwester? Wer seid ihr? Die Gangster von Wien. Gehen Sie sofort meine Schwester heraus, die Mädchenhändler. Weiß gar nicht, wer Ihre Schwester ist. Es wird Ihnen schon einfallen, wo sie ist, wenn wir sie mit dem Lasso hinter unserem Mustang über die Prärie schleppen. Also, wo ist Angelika? Angelika? Ach so. Angelika, Jungs, geht zum Ober, lasst euch jeder ein schönes Stück Torte geben und dann wird der Herr euch zu Angelika führen. Er soll aber nicht zu fliehen versuchen. Die schwarze Hand erreicht ihn überall. Wir warten draußen bei der Torte. Silvia. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Pocknitz. Ich bin sicher, Sie haben es gut gemeint. Lassen Sie meine Koffer packen, ich reise. Was? Ja, und von nun an mit Ihnen. Ja.
Verzeihen Sie bitte, sind Sie der Verwalter? Was interessiert Sie das? Ja, das ist, was Sie werden gleich sehen, das Haus ist ja verkauft. Nein! Ja, ja, laut Notariatsamt, Nummer 1433 von so und so viel, nicht mal unterzeichnet und gestempelt. Und die neue Besitzerin dieses Hauses, Frau von Polonska, wird jeden Moment hier erscheinen. Polonska? Nein. Ja, ja, ich warte draußen, ja? Entsetzlich. Die Villa ist verkauft. An wen? An die Polonska. An was für eine Polonska? Stell dir vor, die kommt hierher. Na? Das ist die Rache der verschmähten Kohle. Diese Kohle. Sind Sie der Hausverwalter? Wenn Sie den Kaufvertrag an sich nehmen wollen? Bitte unterschrieben und gezeichnet. Danke, das genügt. Wir räumen sofort das Haus. Bitte zeigen Sie mir das Haus. Bitte, ich bin dazu verpflichtet. Bitte? Ein Sofa, vom Zahn der Zeit leicht angelangt. Vielleicht waren es auch die Motten. Eine Tür führt in ein Zimmer. Ein Armleuchter. Noch ein Armleuchter. Ein alter Kasten. Eine barocke Biedermeiertür. Früher war sie offen, jetzt ist sie geschlossen. Richard der 18. duldete nie eine Frau in seinem Schloss. Einer der klügsten Männer seiner Zeit. Robert der Einfältige. Sie sehen aber kolossal ähnlich, Herr Verwalter. Die Dame Lucrezia ging immer unter einem falschen Namen zu Künstlerfesten. Anna von Ravensburg nahm alles gleich übel. So, jetzt werde ich Ihnen einmal etwas erklären. Heinrich der 8., bekannter Filmkönig, liebäugelte immer mit zwei Frauen zu gleicher Zeit. Hören Sie gut zu. Und wenn er von einer erwischt wurde, war er auf die andere böse und ließ sie köpfen, statt sich zu schämen. Was ist das für ein Raum? Ein Lesezimmer. So, da werde ich dir jetzt die Leviten legen. Sie haben sich ineinander verliebt. Sie schmeißen schon mit Porzellan. Ich bin glücklich, du bist glücklich, ist denn das nicht wunderschön? Sowas muss doch jedermann verstehen. Ich bin glücklich, du bist glücklich, und das macht uns beide froh. Ich baue glücklich über Gott und so. Ich bin mein Liebling, du bist mein Liebling. Und sing ich, so etwas von Glück war doch nicht da. Mehlwagen, Herr Großherzog.